So könnt ihr eure Autos modden, Leute. Und das geht richtig, richtig einfach. Aber gut, was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr eigentlich nur ein Spenderfahrzeug und das Fahrzeug, was ihr modden wollt. Als nächstes braucht ihr die Alles klar Mitgliedschaft, da wir hier einen Sprintern starten müssen. Und zu guter Letzt braucht ihr nur noch einen Freund. Mehr braucht ihr für diesen Glitch nicht. Das ist voll krass, Leute. Aber gut, fangen wir einfach mal an. Als erstes seid mit eurem Freund in irgendeiner GTA Online-Sitzung. In meinem Fall bin ich in einer Freundessitzung. Dann fahrt jetzt hier zur Arena, damit wir uns hier verglitschen können. Und nein, die Arena braucht ihr nicht zu besitzen. Gut, sind wir hier seitlich an der Arena an diesem Ticketschalter. Gehen wir zu diesem Ticketschalter hin, dass wir oben links die Meldung haben, rechte Falltaste für den Ticketschalter. Haben wir das, dann brauchen wir jetzt unseren Bot. By the way, eure Botnamen sind in den Kommentaren, also checkt's mal aus. Gut, wir suchen uns unseren Bot für unsere Konsole. In meinem Fall, weil ich PS5 bin, ist es Anavac 1P5. Gut, haben wir den jetzt gefunden, dann treten wir ihn jetzt bei. Und Leute, wenn ihr GTA seid, sofort die rechte Falltaste drücken. Dann kommt auch wahrscheinlich schon die Meldung vom Bot. Dann drückt jetzt dreimal ganz schnell X. So gesehen, dass die zwei Meldungen mit X bestätigt und die dritte Meldung, beziehungsweise dritte X, ist dafür, dass ihr das Ticket kauft von der Arena. Und dann wartet ihr, denn ihr müsst es in eurem Headset hören, dieses Wum, Wum, Wum. Wenn ihr in den Wolken drinnen seid, nach dem dritten Wum, bestätigt ihr die dritte und letzte Meldung, die ihr im Bildschirm bekommt, dass die Sitzung ja privat ist und nicht beitreten könnt. Und dann spawnt ihr wieder runter und wenn alles funktioniert, Leute, solltet ihr in dem Modus sein, um zu merchen, um euer Auto zu modden. Woran erkennt ihr den Modus? Naja, ihr habt keine Minimap mehr. Habt das Ganze? Sehr gut, dann müssen wir jetzt ins LSK Meet rein. Da ihr jetzt in diesem Modus seid, könnt ihr in kein Gebäude mehr reingehen, deswegen muss jetzt euer Freund euch einladen in LSK Meet. Seid es in LSK Meet drinne, bestätigt jetzt das Fahrzeug, was schon die ganzen krassen gemoddeten Tuning-Teile hat. In meinem Fall ist es jetzt hier dieser Audi. Gut, ist das Fahrzeug jetzt geliefert worden, haben wir jetzt hier ein kleines Timing-Part. Und zwar lädt euer Freund euch oder ihr eurem Freund ins Sprintrennen rein. Und sobald das Sprintrennen gestartet ist, also der Countdown, damit es halt startet, dann müsst ihr sofort den Mechaniker anrufen und während ihr den Mechaniker anruft, müsst ihr eurem Bot beitreten. Was ist das Ziel des Ganzen? Naja, ihr müsst einmal das Mechaniker-Menü offen haben während des Cooldowns und während des Cooldowns muss auch die erste Meldung vom Bot kommen. Sprich, das Ganze sieht so aus, ich trete gerade hier meinen Bot bei, wie gesagt, in den Kommentaren, check's mal ab. Und ihr seht auch schon im GTA, dass ich jetzt hier die Meldung habe, oben links. Ich hatte noch ca. 4 Sekunden übrig und auf einmal kam die Meldung vom Bot und jetzt bleibt die einfach da drinne, bis das Rennen gestartet ist. Und ja, ihr seht nicht, wenn das Rennen gestartet ist, aber ihr hört es, Leute. Das hört ihr im Headset, dieses 3, 2, 1, go. Gut, ihr hört nicht die Zahlen, aber ihr hört dieses Bum, 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 ne? Dann sind wir jetzt im Sprintrennen drinne. Was müsst ihr machen? Naja, ihr drückt jetzt einfach Kreis. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsst ihr jetzt im Sprintrennen sein und gleichzeitig das Menü offen haben. Und das ist perfekt, Leute, denn erstmal respawnen wir mit 3L. Das ist ganz wichtig, dass wir erstmal hier einmal respawnen. Sind wir respawnen, dann drückt ihr einmal die Falltaste hoch und runter, dann öffnet sich das Mechaniker-Menü. Und jetzt sucht ihr das Fahrzeug raus, was ihr euch modden möchtet. In meinem Fall ist es hier das neueste Fahrzeug aus dem DLC, dieser Buffalo elektrisches Muscle Car, ne, ihr wisst, was ich meine. Wir müssen jetzt natürlich das Fahrzeug irgendwie zerstören. Das machen wir hier mit Wasser. Aber man kann es nicht irgendeiner Wasserstelle nehmen, weil der Mechaniker muss auch das Fahrzeug liefern können. Das bedeutet, wir fahren jetzt genau an dieser Stelle, wo dieses rote A auf der Gegenseite ist. Sind wir jetzt hier angekommen, dann fahren wir jetzt rein. Und haltet euch bereit, wenn das Fahrzeug kaputt geht. Denn sobald der Bildschirm auskraut, dann spammt ihr X, um das Fahrzeug zu bestellen. Das bedeutet, ich fahre jetzt hier ins Wasser rein, warte kurz, bis das Fahrzeug irgendwann mal kaputt geht. Und zack, es ist jetzt kaputt und jetzt spamme ich X, um das Fahrzeug zu bestellen. Jetzt habt ihr einen Blackscreen. Sind wir jetzt im Blackscreen, treten wir jetzt wieder unserem Bot bei. Und immer noch, Leute, eure Botnamen in den Kommentaren. Also checkt's mal ab. In meinem Fall ist es jetzt hier wieder Anavac 1P5 wegen der PS5. Und wir treten ihn jetzt hier bei. So, die erste Meldung akzeptieren wir mit X. Die zweite Meldung aber brechen wir hier mit Kreis ab. Und wenn alles funktioniert, Leute, solltet ihr jetzt mit neuen Fahrzeug spawnen mit den ganzen gemoddeten Tuning-Teilen. Wie geil ist das denn? Und deswegen, Leute, vergesst nicht, ein Like fürs Video dazulassen. Aber gut, noch ist das Fahrzeug nicht gespeichert. Wie könnt ihr das Ganze speichern? Naja, im Endeffekt, ihr müsst das Sprintrennen irgendwie beenden oder abbrechen. Das bedeutet, ihr fahrt es zu Ende oder euer Freund verlässt die Sitzung oder ihr tritt den Anavac-Bot jetzt einfach komplett bei. Das bedeutet, wir gehen wieder ins Konsolenmenü zu unserem Bot und diesmal bestätigen wir jede Meldung mit X, die in GTA kommt. Also die erste Meldung bestätigen, dass wir beitreten wollen. Die zweite Meldung bestätigen,
bestätigen wegen Zielmodus und die dritte Meldung bestätigen, weil es eine private Sitzung ist. Dann spawnt ihr mit dem Fahrzeug wieder in derselben GTA Online-Sitzung, aber seid aus dem Sprintrennen raus. Und so soll es sein. Und jetzt kommt das Fahrzeug Alpha abspeichern, indem wir hier zu Alice Customs fahren und irgendwas umändern. Und ja, Leute, das war der Merch-Glitch. Und wenn ihr keine weiteren krassen Glitches in GTA Online verpassen wollt, dann vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao!